Einen guten Lauf haben sie zurzeit. Die Löwen sind seit 4 Spielen ungeschlagen. Mit dem letzten Sieg, das 3:2 gegen den SV Sandhausen, gab es den Befreiungsschlag aus der Abstiegszone. Auch Levent Ajcicek ist seit der Winterpause dabei und macht bei den Löwen eine gute Figur. Trotz seiner Wendigkeit und Schnelligkeit konnte er aber bisher noch nicht sein ganzes Potenzial zeigen. Vielleicht am Sonntag. Da spielt 1860 München gegen den Tabellenersten RB Leipzig. Wie stehen denn die Chancen? Levent, jetzt aus den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt. Jetzt geht es zum Spitzenreiter am Sonntag. Was rechnet ihr euch aus? Was ist drin? Ja, wir versuchen natürlich erstmal unsere beste Leistung abzurufen und dann wird man sehen, was passiert. Wir wissen, dass die Leipzig eine super Mannschaft ist, aber ich denke, in der Liga kann man jeden schlagen oder zumindest Punkte holen und das ist unser Ziel. Wie hat euch euer Trainer darauf eingestellt? Ja, sehr gut die Woche, denke ich. Wir haben jetzt viel trainiert und ja, haben uns, denke ich mal, gut auf den Gegner eingestellt und auch taktisch und dann wird man sehen, wie das Spiel läuft. Die Leipziger sind offenbar geschwächt. Eine Grippewelle hat sie heimgesucht. Linksverteidiger Marcel Halstenberg und Stürmer Marcel Sabitzer fallen aus. Auch die beiden Torhüter und Kapitän Dominik Kaiser kränkeln etwas. Naja, Hauptsache die Löwen sind fit und der 12. Mann ist auch dabei. Wie schaut's eigentlich mit den Löwenfans aus? Thema Fanboykott, beeinträchtigt euch das jetzt, wenn jetzt weniger Fans in Leipzig dabei wären? Ja, man hat, glaube ich, schon bei Auswärtsspielen viele Fans dabei, die einen pushen. Das haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, dass uns das geholfen hat. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie viele kommen und freuen uns über jeden Einzelnen dann. Das heißt für die Löwen am Sonntag, Tore schießen und sich nicht bei den Leipzigern anstecken.